Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Monsieur. Die Fracht wird rechtzeitig ausgeliefert. Nun, ich nehme an, das verdanken wir St. Vinzenz. Oder vielleicht einem Schutzengel, Monsieur. Ah, Aveline. Sicher ist es nicht die Gesellschaft deines Vaters, die dich herführt. Ich werde euch beiden eure Privatsphäre lassen. Aveline, die Dokumente, die du an Bord jenes Schiffes fandest. Ich kenne einen der Namen. Rafael Joaquin de Ferrer, ein Feind von uns. Ich weiß nicht, was er damit zu tun hat, aber ganz sicher ist das mehr als einfacher Diebstahl. Wie kann ich helfen? Einer von Agathys Dienstboten sagte uns, er würde heute an einer Abendveranstaltung im Hause des Gouverneurs teilnehmen. Ich werde mein schönstes Kleid tragen. Oder weniger. Keine Angst, Gerald. Ich werde ihn ganz bestimmt entlarven. In der Zwischenzeit könntest du dich doch mit dem Anwesen des Gouverneurs anfreunden. Vielleicht findest du einen diskreten Nebeneingang? Keine Angst, Gerald. Ich bereite mich gut vor. Eine Sache noch. Da steht ein kleines Haus zum Verkauf neben der Gouverneursvilla. Es wäre eine ideale Umkleidekammer, wenn es dir nichts ausmacht, es zu kaufen. Euer Wunsch ist mir Befehl, Monsieur Blanc. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Liberation Remastered. Ja. Okay, eine Umkleide. Eine Umkleide ist natürlich was Gutes, ja. Jetzt weiß ich zumindest, man kann das auch kaufen und ja. Als Assassine kann ich natürlich dann auch wieder über die Dächer und alles. Ja. Das kann ich mit dem Kleid nicht. Da ist das schon so realistisch gemacht, wie ich mir das auch denke. Also, ja. Die macht halt einfach da nicht hoch. Oh, hier haben wir die Umkleide. Ein Umkleidekammer erwerben. Seltsam, seltsam. Ja. Sklavenkleidung anziehen. Okay. Gab's sowas wirklich? Umkleidekammern? Ja, ich freue mich dann drauf auf die Passagen, wo ich niemand mehr verfolgen muss. Alles wird wohl öfters passieren. Schnell gehen gibt's auch, okay. Das ist dann nicht ganz so auffällig, wie wenn ich renne. Oh, das ist ja egal. Einen Weg in die Villa finden. Ja, die Wachen. Konzentration. Okay, okay, okay. Wo kommt unser Verfolgungsopfer? Ja, das scheint er zu sein. Ich bevorzuge mal das schnelle Gehen. Obwohl, wenn der verschwindet, dann ist es auch nicht gut. Wie sie sich umschauen, so direkt. Ah nein, durch die Wachen, da komme ich bestimmt nicht durch. Kommt er hier lang? Er kommt hier lang, Subi. Oh. Geh weg. Ah.
den Butler verfolgen. Ein Butler ist das. Sehe ich gerade. Ah, das hat dann was mit der Gouverneursvilla zu tun. Wir müssen dort einen Eingang finden. Wo ich das vergesse zu sagen. Denkt daran, diese Waren am Südeingang abzuliefern. Gleich nach Sonnenuntergang. Hier, damit erhaltet ihr Zugang zur Küche. Südeingang. Wem folge ich jetzt? Ach so, den Schlüssel stehlen. Mein Gott, ich habe so viele bestohlen in den paar Sekunden. Ach, du echt. Das Stehlen scheint hier kein Problem zu sein, irgendwie. Das war im ersten Teil, war das richtig schwer. Hier ist eine Kiste. Ich will ja auch sowas finden und mitnehmen, ja. Wo ist die Kiste? Hier. Ja, ich habe ein Geld gefunden. Ich sehe es auch. Was zum Synchronisieren dabei. Das dürfte mit der Sklavenkleidung eigentlich gehen, ne? Na, natürlich, wir sind ja vom einfachen Volk. Ein bisschen mehr drauf, als wie die mit ihren Kleidern. Ist das wirklich ganz oben, das Kreuz? Ist das euer Ernst? Mir gefällt das immer wieder. Kann ich mich immer nur. Konnte ich mich noch nie satt sehen. So, wo haben wir denn? Ah, dort. Wir wollen ja nicht in die falsche Richtung springen. Das geht natürlich auch, ja. Ja. Nein, das will ich nicht. Nicht so weiß und springst du irgendwann noch mal auf eine Wache. Das wäre bestimmt nicht so gesund. Denn hier reicht schon Schubsen. Das Wohl der Kolonie. Gouverneur der Aberdees Pläne durchkreuzen. Okay. Die Villa des Gouverneurs unbemerkt betreten. Unbemerkt. Stichwort. Was auch damit implementiert, dass ich unbemerkt oben vielleicht was finde, was offen ist. Unbemerkt. Kann ich eigentlich auch hier rein? Nein. Ja. Das ist schon leicht gesagt. Wie komme ich denn unbemerkt rein? Ich habe doch sofort Aufmerksamkeit. Ah, hier oben. Da oben. Okay, erstmal unauffällig hier hoch.
sei denn, hier ist wieder ein Schütze. Noch irgendeine Möglichkeit? Das dünne Teil, das mich hält. Ich wage es zu bezweifeln. Die Sklavin vom Himmel geflogen, ja, ich weiß. Das ist bloß Deko, das ist nichts, was mich hält. Aber hier vielleicht. Auch nicht. Oder dort. Auch nicht. Ja, ich schätze mal hier. So klotzen vorwärts mit euch. Diese zur Schaustellung beeindruckt mich nicht im geringsten. Du sollst nicht so weit. So weit springen, das ist doch. Das ist nicht gesund. Ich höre Geräusche. Ah, wir sind drin. Ich bin drin. Läuft hier jemand? Ah, da läuft jemand. Ich konnte auch pfeifen. Ja, pfeifen. Ja, wenn schon, plündern. Büro des Gouverneurs. Was ist das wieder? Okay. Ziemlich dumm, ja. Ah, es sieht schön aus hier. Schön, schön, schön. Ich genieße das. Diese beruhigende Musik. So, jetzt können wir wieder pfeifen, ne? Geld 5. Ja, raus. Nun, da die Spanier uns hörig sind, hat der Company Man endlich die Macht, unser wahres Ziel zu erfüllen. Und liefert ihr uns die Arbeiter, werden wir die Fehler von Santo Domingo hier sicher nicht wiederholen. Ich werde alles tun, um die Übergabe der Kolonie zu erleichtern. Eure Mission wird alle nötigen Arbeiter bekommen, sofern ihr euer Versprechen haltet. Arbeit ist ein knappes Gut zurzeit und ich muss im Amt bleiben als Gouverneur. Sollte unser Arrangement je entdeckt werden... Mein lieber Gouverneur, ich fürchte, die Verschwörungsluft steigt euch zu Kopf. Wir werden unser Versprechen halten, solange ihr euren Teil der Abmachung erfüllt. Alles ist unter Kontrolle. Ihr könnt auf mich zählen. Bueno. So gehe ich dann und widme mich eurer reizenden Soiree. Heute Nacht trinke ich auf das Ende der Bruderschaft. Oh.
Oh, was ist denn jetzt los? Ja, toll. Ach, Mann. Alter. Das sind viel zu viele. Was stellt die sich dort rein? Was ist mit der los? Jetzt geht die dort rein. Nicht gut. Na. Ihr wolltet das Wohlergehen unserer Kolonie einer Templerverschwörung opfern, Gouverneur. Ich sollte euch fragen, warum. Der Orden ist die Zukunft. Die Templer erhalten die Kolonie. Français. Die Templer lassen die Kolonie den Templern. Wozu braucht ihr für der Arbeiter? Verratet den Plan und tilgt eure Schuld. Ich weiß nichts über den Plan. Er verlangte nach Sklaven. Und Vagabunden, die Aufsässigen und Rebellischen vor allem... Denen man einreden kann, in der neuen Kolonie seien sie keine Sklaven mehr? Ruht in Frieden, Gouverneur. Le Gouverneur est mort! Aux armes! Aux armes! Naja. Na, oh. Kann ich auch nicht ewig bleiben. Müssen wir wissen, wo ich herauskomme. Das Dach vielleicht. Ja, es ist wieder Flüchten angesagt. Oben bestimmt nicht. Nein, das war dumm. Das war dumm.
irgendwo gab es doch ringsrum einen Baum, oder? Viele Wachen. Wirklich viele Wachen. Wollte übers das Dach flüchten. Geschafft. Also über die Dächer. Naja, zum Bayou gehen. Zum Bayou gehen. Irgendwas habe ich wieder nicht geschafft. Ja. Und es gibt wieder einen Zettel abzureißen, wie ich gerade sehe. Einige Zettel, die ich nicht abreißen kann, weil ich gleich wieder verfolgt werde. Zettelkram. Oh. Gut. Wo ist die Truhe? Drüben. Ich dachte schon, also ich wundere mich manchmal bei Assassin's Creed, warum man Truhen aufs Dach stellt. Es ist doch... Man hat es nicht leicht. Leicht hat es einen. Oh, Alter. Runter mit dir! Runter! Kruzifix! Zettel abreißen. Außerdem... Entschuldigung. Mein Gott, Zeit ist was los. Außerdem ist ja hier was nicht synchronisiertes in meiner Nähe. Das ist hier. Toll. Bezahle überhaupt nichts. Sehe ich nicht ein. Lass mal. Komm mal, ist das euer Ernst? Halt. Hier ist es. Dass man aber auch immer gleich gesucht wird. Wie weit ist es noch? Noch 199 Meter. Natürlich, wenn ihr genug Geld habt. So, naja. Ich hab's mal gemacht und trotzdem werde ich erkannt.
Was ist das hier? Was haben wir hier? Schneiderei, okay. Schneiderei. Rivalisierendes Waffengeschäft. Und was ist mit dem? Gesperrte Umkleidekammer. Alles klar. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Habe ich die Grenzen erreicht? Die Grenzen der Stadt. Komme ich denn hier auch raus? Tatsächlich. Was denn jetzt schon wieder? Schattenmodus zu aktivieren. Schattenmodus. X sitzt. Und das gab's auch schon hier. Das gab's schon hier, das ist gar nicht neu bei Mirage. Das war so neu angepriesen, das ist doch schon hier gewesen. Also, echt. Wer wollte das denn erzählen? 1765, Bayou von Louisiana. Der Bayou enthält so viele Geheimnisse wie Gefahren. Ja, Krokodile vor allem. Meine Schülerin, das Wespennest wächst. Ich ziehe mich zurück zum Beobachten und Planen. Ich brauche deine Mithilfe. Nutze deine Fähigkeiten, um mir zu folgen. Mögen die Loa dich herführen. Also LB, das mit der Möglichkeit, drei Gegner auf einmal. Das war doch so groß angepriesen bei Mirage. Das gab es doch schon. Leute. War doch schon vorhanden. Oh, was haben wir denn hier? Eine Maske. Lass mich raten. Ups. Sorry. Ich bin aufgestoßen. Hier sind wieder Spuren. Und die führen mich zur nächsten Maske. Nicht so weit nach unten, wenn hier wirklich Krokodile sind. Damit nichts zu tun haben. Kann ich das nur hier mit? Aha, okay, wenn ich in der Sicht bin. So, jetzt wird's wild, ja. Obwohl. Durch den Baum hindurchsehen. Eine schöne Gegend, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich meine, Louisiana ist schon gefährlich mit seinen ganzen...
Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? In den Bäumen ohne Berührung des Bodens 10-mal oder was? Okay, ich bleib gleich mal in der Sicht. Das ist irgendein Schamane, den ich hier folge. Du sollst hier rübergehen. Du sollst nicht so komisch rumschwingen schon wieder, was du nicht sollst. Habe ich dich gefunden? Wer auch immer du bist, wetten, es ist ein Schamane. Der falsche Markandal, dem Mentor helfen, seiner Vergangenheit zu entfliehen. Okay. Agathe, du schreibst von einem Feind? Ja. Tief im Bayou will ein gefährlicher Betrüger Wurzeln schlagen. Er nennt sich selbst François Macondal. Er war mein Mentor, der Anführer, der Priester und Bruder, dessen Kampf ich mein Leben widmete. Er fand den Tod durch das Feuer. Ich konnte es nicht verhindern. Wer der Blender ist und mit wem er im Bunde steht, das musst du herausfinden. Doch erst Vorbereitung. François Macondal war ein Fachmann für Gifte. Dieses Blasrohr gehörte ihm. Eine feine Waffe. Ein einziger Pfeil, selbst aus großer Distanz, fällt einen Mann. Nutze dies zu deinem Vorteil, falls du dich heimlich annäherst. Ich werde es versuchen. Was machen wir denn? Die Klinge zuweisen. Wo ist jetzt der Pistole? So, den habe ich jetzt zugewiesen. Ein Schnellgiftpfeile habe ich jetzt 10 Stück. Ich muss sie auswählen. Naja, ich kann sie auch so auswählen. Ah. Okay. Gut. So weit, so gut. Das ist auch schon mal nicht schlecht. An den Wurzeln. Den Baum in der Nähe erklimmen. Halte LT im freien Zielen gedrückt, um RT deine Distanzwaffe zu schießen. Oh, da drüben. Den Heuhaufen springen. In welchen denn? Hier? Benutze automatisches Zielen aus dem Heuhaufen. Automatisches Zielen.
Das sah auch gut aus dem Heuhaufen. Aus dem Heuhaufen direkt rausschießen. Das ist mal eine schöne Sache. So, wie komme ich jetzt hier zurück? Es ist nicht gerade markiert, wie ich hier hochkomme. Darf übrigens keine Antwort. Das ist doch nur vor dem Baum gebaut. Ist auch noch was. Hör auf, hochzusteigen, wenn ich sage, es ist hier unten noch was. Ist das was zum Umziehen? Oh, tatsächlich. Okay. An die Umziehkleidekabinen muss ich mich noch gewöhnen. Bayou, die Sümpfe von Louisiana. Also irgendein Altar. Da komme ich nicht rein. Das ist natürlich ganz oben, ja. Also wo auch sonst. Okay, die Schmuggler treffen. Die Grundelemente des Bayou kennenlernen. Der falsche Macondal sammelt Anhänger. Sie versuchen, die Schmuggeloperationen im Bayou zu übernehmen. Wer weiß, was sie damit finanzieren wollen. Es gibt eine Schmugglerin, eine Frau namens Elise Lafleur. Sie kennt jedes Loch und jede Windung der Sümpfe. Vielleicht kannst du sie überreden, dir zu helfen. Ich kann sie bestimmt motivieren. Gut. Sobald du Macondal findest, benutze die Pfeile aus der Distanz. Doch bedenke, um die Mission zu beenden, musst du direktere Mittel einsetzen. Direktere Mittel. Das ist mir klar. Und jetzt über 200 Meter wieder zurück. Direktere Mittel, das sind die... Ah ja. Frontalangriff halt. So. Aha. Oben lang oder unten lang? Ich mache lieber oben lang. Obwohl, es muss ja nicht überall ein Krokodil kommen, ja? Doch ein Feind. Aber der interessiert mich nicht.
muss ja nicht jeden meucheln, also. Daher. Ha. Da wären wir angekommen. Da drüben. Und die sperre Wand. Ich würde auch so langsam schwimmen durch die ganzen, durch so einen Fluss. Ist schon klar. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr gebt den Fluss auf. Oder wir nehmen ihn uns. Oder ihr leidet. Bevor ihr sterbt! Drei Möglichkeiten also. Ihr wollt mir drohen? Ihr Brackwasserparasiten habt ihr nicht mehr zu melden als die Mistkäfer. Ihr hört besser auf die Lady. Wir sind in der Überzahl. Sieh dich um, alter Mann. Deine Lakaien fliehen beim ersten Anzeichen von Ärger. Ei, aber diese Lady allein könnte es mit einer Armee aufnehmen. Und der Sumpf ist auch nicht euer Freund. Das ist wirklich der da oben. Auf der Distanz. Der. Doch nicht den. Ach, jetzt ist wieder einer umgefallen, der nicht umfallen soll. Desynchronisiert. Och Leute. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist wirklich deren Ernst. Nicht hochsteigen, ich sag's dir. Ist das ein Soldat? Wieso ist der so dumm? Mehr. Pourquoi porte-t-elle des accessoires?
So. Wer zum Teufel bist du? Zeigt ihr so eure Dankbarkeit? Ich bin kein Feind, wenn ihr das fürchtet. Ich fürchte nichts. Mein Name ist Avelyn. Ich suche den Anführer dieser Männer. Er nennt sich selbst François Macondal. Du suchst ihn? Was willst du? Ihn erlösen. Ah! Eine Frau ganz nach meinem Geschmack. Ich heiße Roussillon. Meine Komplizin ist Elise. Obwohl man ihr schon andere Namen gab. Helft mir, ihren Stützpunkt zu finden. Niemand kennt diese Gewässer so wie ihr. Im Gegenzug stelle ich das Gebiet wieder unter eure Kontrolle. Wir haben Jahre der Arbeit in dieses Lager gesteckt. Wozu würden wir deine Hilfe brauchen? 4 Gründe liegen dort. Wollt ihr eure Waren nicht ungehindert transportieren? Wenn du glaubst, da wäre nur ein Stützpunkt, brauchst du mich wirklich. Die Kerle sind überall, wie das Sumpfgas. Dann sind wir einig. Elise hilft dir, die Taugenichtse zu finden. So, ich sehe mich hier noch ein bisschen um. Und zwar hätten wir ja dann vergessen wir ja die Hälfte. Es gibt ja noch was zum Synchronisieren. Und das erleichtert es mir dann ungemein, hier wieder herzukommen. Wo ist das ganz oben im Nest? Ohoho. Im Nest. Also schauen wir mal, wie wir dorthin kommen. Oder auch nicht. Was? Es ist dieses Nest. Ist das Istes euer Ernst? Da komme ich also von dem Baum aus gar nicht hoch, wenn das das hier ist. Ich verdrehe gerade meinen Kopf. Such rauszufinden, wie ich hier hochkomme. Konnte ich nicht auch an der Seite irgendwo Pflanzen hochklettern, Ästen? Ja, es ist mein erstes Rodeo. Ja, von dem. Okay, von dem Dach aus. Vom Dach aus. Ja, ist gut, wenn du es einmal nicht schaffst, dann wird es auch beim zweiten Mal nichts. Vom Dach aus. Kruzifix nochmal. Mach doch mal auf dieses Ver. So, ist das die einzige Möglichkeit, die keine Möglichkeit ist, weil ich da nicht hinkomme? Von hier. Das ist ein Witz. Kommt zwar dort hin, aber doch nicht hier rüber. Stelle ich mich zu dumm an, oder? Also irgendwo, ich bin doch irgendwo auch hochgekraxelt an so einem Baum. Das kann doch nicht alles so unten sein. Das ist doch nicht normal. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich dich schaffen? Es gab doch irgendwo auch Stellen, wo man
Das sieht alles so aus, als könnte ich von dort springen, aber das kann ich nicht. Das sieht nur so aus. Festgehalten. Es ist, brauche ich hierzu irgendeinen Greifhaken oder was, damit ich überhaupt hier hochkomme? Ich meine, ich frage nur so, das ist... Ja, bist du. Kurzwaffen, wo? Oh, Taschenuhren, was will ich denn damit? Wie habe ich 9-0? Es kostet mich 0. Ausgerüstet ist das, ja. Schnellgiftpfeil, gibt es auch noch was anderes? Ja, Rauchbomben natürlich. Dinge hole ich mir später. Ich bin der Meinung, ich brauche hier irgendeine Art Greifhaken, um dort hochzukommen. Kann mir das bis jetzt noch nicht vorstellen, was da abgeht, was ich da, wie ich da hochkommen soll. Man sieht es ja, ist ja ringsrum nichts. Also, ja, von daher, das ist erstmal ein sinnloses Unterfangen. Jo, bevor ich weitermache, bin ich sowieso erstmal raus mit diesem Part. Ja, immer vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Wenn ihr bisher dabei wart, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das auch irgendwie gedacht habt, dass ihr so hoch kommt oder kommt man so hoch. Ich weiß es jetzt bis zu dem Zeitpunkt der Aufnahme hier noch nicht. Beim nächsten Mal wahrscheinlich dann doch. Okay, da bin ich erstmal weg. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Ja, zunächst mal bei Assassin's Creed Liberation Remastered. Tschüss!